Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wo sind wir? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich selbst erstmal ein bisschen orientieren. Okay, da hoch müssen wir. Okay. Also ich glaube, in der letzten Folge war hier die Position gewesen, wo ich die letzten beiden umgenietet habe. Irgendwo dahinter, hinter dem Haus da, ist das Lagerfeuer. Ja, bin ich ein bisschen weitergelaufen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Alles klar. Und den guten Granatenwerfer. Das ist natürlich nicht gut. Käfige. Wölfe. Wie die im Wald. Werden hier gezüchtet? Jetzt ein bisschen eklig, dass ich die Hunde töte, aber es gibt Erfahrungspunkte ohne Ende, deswegen mache ich das. Und ich meine, die kommen auch später noch raus. Ein kleiner Spoiler jetzt, ne? Ich meine, die kommen noch raus irgendwann. Und da ist es besser, wenn man sie gleich tötet, anstatt durch die getötet zu werden. Okay. Ging es doch auch noch lang. Ja, Mann. Ist hier was? Ist ja gar nichts. Alles klar, Leute, da sind wir wieder in dem alten Bereich, Barackenstadt. Schalldämpfer zur Ruhe, bitte. Alles klar. Ich denke, das kennt ihr noch alles, ne? Schallgedämpft oder zur Ruhe gebettet. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erklärt. Ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Natürlich. Zugriff. Thank you.
So. Ja, dann sollen wir nach unten jetzt. Und ihr seht schon. Womit. Vielleicht kommen da noch Gegner, ich weiß es nicht. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Ja, gut. Ärger aus. Okay, hier auch wieder so eine weiße Markierung, ne? Das zeigt einem, dass man vorbeugend den Pfeil benutzen kann, den Seilpfeil. So, ja. Boah, lang Muni, immer her damit. Leiter, genau. So, da muss man so ranspringen, das wird nicht angezeigt. Habt ihr gerade gesehen, ne? Es ist zu ruhig. Ja, ne, was ist da los? Granatenwerfer ist das Beste, was geht, ganz ehrlich. Ja, gar keine Chance. Ja, komm her. Hey, Laura. Ah. Wer meine Brüder tötet, muss sterben!
Scheiße! Richtig James Bond-mäßig. Cool, Mann. Jetzt sterbe ich wieder, das weiß ich jetzt schon. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Ja, Leute, dann haben wir wieder einen Fähigkeitspunkt. Den werde ich auf jeden Fall benutzen. Denn jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Es kommt bald ein richtig fetter Gegner. Also den kann man nur mit Ausweichkills töten. Und in den letzten Folgen hatte ich ja schon gesagt, das ist immer mehr an Priorität. Kriegt, wenn man das... Wenn man hier erfolgreich durchkommen will... Ich gucke gerade Ausweichkillmeister, aber ich glaube, das reicht schon, wenn ich Ausweichkill habe. Das reicht schon. Ich hoffe natürlich. Sonst sterben. Okay. Was habe ich noch? Orientierung. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Das ist sehr, sehr gut. Für die Leute, die alles auf 100% haben möchten, ist diese Fähigkeit sehr, sehr wichtig. Ja. Mache ich einfach mal. Ausrüstungsmaterial, Bergungsgut. Na ja, damit. Zack, genau. Noch volle Drossel. Da kann ich mit der mittleren Maustaste dann noch Leute von Weitem erschießen. Halt mit der Schrotflinte. Ist jetzt nicht so effektiv, aber es geht. Okay, dann nehme ich auch nochmal. Nehme ich dich nochmal. Immer genug Punkte. Ja, okay. So, und ihr seht schon, ich habe jetzt einmal den Überlebensinstinkt angemacht. Und durch den Überlebensinstinkt, also durch den Perk, den ich jetzt gerade ausgebildet habe, oder gemeistert habe, besser gesagt, ihr seht schon, da werden mir auf der Karte überall die ganzen findbaren Objekte angezeigt. Ja, das ist sehr, sehr gut für, wie gesagt, für die Leute, die das auf 100% haben wollen, ist das sehr, sehr gut.
Okay. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Okay. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance. Er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Komm schon, Großer. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ja, Leute. Und damit sind wir offiziell jetzt in einem neuen Bereich. Auch hier gibt es wieder viel zu entdecken. Durchsuchte Gräber ist klar. Hügelgräbräuberin, das zeige ich euch gleich. Und Minenräumerin oder Minenräumung, das kann ich euch jetzt schon zeigen. Das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab. Also. Und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Geh einfach nicht den Weg rum. Bei Minenräumung. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Wie der Name schon sagt, sind hier irgendwo Minen. Und dazu wieder einfach den Überlebensmodus anmachen. Und dann kann man die Dinger abknallen. Ja. Allerdings braucht man dazu eine gewisse Reichweite. Sonst kann man das nicht machen halt, ne? Wenn man zu weit weg ist. Also man muss da schon einen gewissen Grad an Reichweite einhalten. Und dann kann man das zerstören. So, das war Minenräumung. Hier gibt es natürlich richtig viele. Ne? 10 Stück, also hier überall. Da es sich um Wasserminen oder um richtige Minen halt handelt, sind die überwiegend eigentlich nur im Gewässer anzufinden. Okay. Ja. Was noch? Was noch? Hügelgrabräuberin, ja, da kommt. Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Irgendwas geht hier vor. Na ja, super. Hast du den schon. In den Bergen gesehen? Das zweite Teil gefunden. Aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte. Hältst du das für eine gute Idee? Komm runter. Oh.
ist er. Alles klar, haben wir das Gerät auch wieder gefunden. Scheiße, das Ding fällt auseinander. Schau hier! Leid oder Wisch, das könnten Sie sein. Hilfe! Okay. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt den den Flaschenzug, glaube ich. Genau. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind Sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe Sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Ja, ne? Bin wohl fitter, als ich dachte. Nee. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner stopp, Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Geil. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Ja, super. Haben wir auf jeden Fall einen Compound-Bogen. Das ist natürlich richtig gut. Komm, eine Fähigkeit haben wir auch noch. Was haben wir denn hier großartig? Zwei noch. Mit dem Überleben sind wir durch. Das ist natürlich richtig gut. So weitestgehend. Noch Axt-Experte. Nehmen wir mal Axt-Experte. Das kann ja nicht schlecht sein. Oh. Good. So, und jetzt brauche ich noch eine Fähigkeit. Meistern und dann haben wir Stufe 3. Und dann geht das richtig los hier. Ja, okay. Ja, Leute.
hier gibt es zum Beispiel jetzt auch ein Grab. Da komme ich jetzt aber nicht durch, leider nicht. Dazu brauche ich erst einen anderen Ausrüstungsgegenstand. Ich glaube, dafür haben wir jetzt sogar die Mission dafür. Da müssen wir dahin, um das zu kriegen. Ja. Ein bisschen gucke ich mich noch um. Mal gucken. Ja, aber dann soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zuzugucken. Die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Ja. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Danke dir. Ja, okay, Leute. Ja, aber wie gesagt, soll es das erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haltet durch und tschüss.